ob sie was Wichtiges wollte. Sie erlebt ihr, wie ich meine Mama anrufe. Ja, live und in Farbe. Genau. Bei bedecktem Himmel. Ja. Ja, habe ich. Ich habe zwei Bildchen gemacht. Oh, ist das laut. Aua. Nein, noch nicht. Ja, bin ich mir sicher. Nee, weißt du Bescheid, ne? Ja, bitte nichts zu danken. Jo, bitte. Ja, alles klar. Okay. Ja, bitte nichts zu danken. Jo, ciao. Jetzt bin ich zwar ein bisschen krumm und schief gefahren, aber ich halte irgendwie mit dem Bus halte ich immer so weit von der Bordsteinkante weg. Aber ich bin im Tunnel. Eine Kurzstrecke, ne, ins Kriegen. Oh, jetzt hat er sich wegteleportiert. Naja, ich hab das Geld ja trotzdem. So, weiter geht's. Tut mir leid. Ich bin schuld, wenn man eine Fahrkarte kauft und sich dann einfach aus dem Bus beamt. Stimmt, tut mir leid, aber wenn meine Mama anruft, dann ist das in der Regel wichtig. Besonders um die Uhrzeit. Die Abfahrt nehmen nach dem Autobahntunnel? Ja, ne? Ja. Ah ja, ja gut, war jetzt nicht wirklich gut zu sehen. Aber hier auf der Anhöhe, oh schick, ja. Ach ja, genau, und dann links und dann wieder rechts einschlagen, ne? Ja, genau. Genau. Kurz links und dann rechts. Ja, damit ich auf der Brücke im Endeffekt lande. Ja, genau. Weil ich das... Ah, grüner Pfeil, dann darf ich hier ja... Das ist sehr sinnvoll. Ja, das ist cool. Macht doch Sinn an der Stelle, weil da ist ja nichts. Wollte ich gerade sagen. So, wie gesagt, ich entschuldige mich für den Anruf, aber... Besonders, ich war eben noch bei der guten Frau und... Dann ist das eigentlich unüblich, dass sie mich nochmal anruft an dem Tag. Aber sie wollte nur wissen, ob ich das Handy ihrer besten Freundin aufgeladen habe. Weil das mache ich immer über Online-Banking. Meine Mama ist schon was älter. Meine Mama sieht kaum noch was. Meine Mama hat kein Online-Banking. Und Mamas beste Freundin ist froh, dass sie mit dem Smartphone gerade telefonieren und SMS schreiben kann. Deswegen mache ich das. Jetzt wollte sie sicher gehen, ob ich das Geld, das Guthaben aufgeladen habe. Weißt du, da sage ich, ja, habe ich. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, sie hat mir eben geschrieben, dass es aufgeladen ist. Und denk mir, warum rufst du mich dann an und fragst mich, ob ich es gemacht habe? Aber Mütter. Ja, die wollte halt ganz sicher sein. Genau. Oh ja, hier kann man heizen auf diesem Autobahnabschnitt im Tunnel. Ja, habe ich auch gemacht. Vollgas. Man soll zwar eigentlich, glaube ich, nur 60 laut Schild, aber Vollgas. Schüttlerbeck. Kommen Sie rein. Alle raus? Ja, alle raus. Okay, bei dem Facelift hier, bei den Map-Texturen ist innen alles weiß. Auch die Sitze und so. Und die Stangen. Das ist blöd. Naja, wir haben einfach einen weißen Bus. Mehr ist das nicht. Ach so. Ja, es sind Schalensitze aus Köln. Da sind die blau. Plastik. Sehr angenehm. Die sind tatsächlich zum Sitzen, sind die wirklich angenehm. Glaubt man eigentlich nicht. Schalensitze. Ja, was heißt Schalensitze? Also es sind halt Plastiksitze, leicht ergonomisch geformt. Schalensitze kann man jetzt nicht sagen. Ich sag dazu immer Schalensitze. Aber die sind tatsächlich bequem.
Hä, aber das ist doch. Sind das die, die so ein mega dünnes Polster nur haben? Ja. Geh weg mit dem Zeug. Ekelhaft. Und Da die. sitze ich höchstens 20 Minuten drauf, dann tut mir alles weh. Echt? Ich kann darauf sogar schlafen, ey. Im Sitzen. Nee, Problemlos. gar nicht. Da finde ich es ja ganz schön, dass wir größtenteils Überlandfahrzeuge auch mit den entsprechenden Ja. Sitzen haben. Ja, in Bonn haben wir Das das heißt, sitzt du Problem dann ja auch zu. im richtig fetten Polster und das ist geil. Ja, in Bonn haben wir das Problem ja nicht. Das ist ja, haben die ja in Köln mit den Sitzen. Ja gut, Ja, da penne ich wirklich in letzter Zeit auch schon mal drin ein, fast. unsere K4000er oder K5000er U-Bahn, ich verwechsel das immer wieder, die haben die Sitze ja auch. Diese blauen Dinger. Aber gut, unsere Busse haben sie nicht. Apropos Busse, ich habe heute eine Entdeckung gemacht. Die Stadtwerke Bonn hat ihr Fahrgastinformationssystem umgestellt. Wir hatten ja in den Bussen immer weißer Hintergrund, schwarze Schrift und dann halt die ganzen Symbole und alles, ne? Und auch die farbigen Symbole mit den Anschlusslinien. Heute Morgen, ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Bug im Monitor, war der Hintergrund der Haltestellen, des Haltestellenbereichs komplett grau, dunkelgrau, fast schwarz und die Schrift war weiß. Und aktuelle Haltestelle und Endhaltestelle oben und unten waren ein helleres Grau mit schwarzer Schrift. Das Stopp-Logo war größer und der Lautsprecher war größer, wenn eine Ansage kommt. Und ich dachte erst, das wäre ein Bug, ne? So von wegen Monitor kaputt. Dann dachte Nee. ich mir, okay, beide Monitore im Gelenkbus kaputt. Naja, Zufälle gibt's, ne? Nein. Das ist umgestellt worden für bessere Lesbarkeit, auch für Menschen mit schlechteren Augen. Das ist zusammen mit dem Verband für Blinde und Sehbehinderte in Bonn konzipiert worden, in dieses Invertierte, weil das einfach auch für andere Fahrgäste, für Normalsehende oder für ältere Leute mit schlechteren Augen einfach besser lesbar ist. Weiße Schrift auf schwarzem bzw. sehr dunklem Hintergrund. Ja, das stimmt wohl. Ich fand das super. Bremst doch. Also ich bin jetzt gerade voll auf der Bremse gestanden, übrigens. Da kommt nichts an. Also ich muss echt sagen, der Abschnitt der M1 gefällt mir richtig gut, ne? Ja, die M1 gefällt mir generell, wobei die M4 auch cool ist. Ich frag mich, warum ich Winsenburg so selten fahre. Ja gut, auf dem alten Rechner weiß ich, warum ich Winsenburg kaum angerührt habe, weil das auf meinem alten Rechner eine Ruckelpartie des Todes war. Aber Oh, das ist schlecht. die Ruckelpartie des Todes, ja, das war wirklich schlecht. Aber hier schön angenehm, schön sauber, wunderbar. Kann mich nicht beklagen. Na, bei mir lenkt es jetzt ein kleines bisschen zwischendurch. Ja, gut. Apfelsberger Straße. Aber die ist auch von der Führung her und vom Straßenkonzept ist die sehr nett gemacht. Finde ich auch. Ich finde, Winsenburg ist eine schöne Karte. War ich eigentlich auch viel zu selten. Ja, ich tatsächlich auch. Also ihr dürft euch auch mal Winsenburg wünschen. Genau. Und das vielleicht auch gerade einfach mal an meine Community, an meine Zuschauer, wünscht euch doch einfach mal was. Wenn es da Wünsche gibt. Ich gucke mir die dann an und schaue, ob ich die umsetze. Genau. Auch von mir aus gerne für Streams. Wir haben ja demnächst ein bisschen öfter vor zu streamen, weil du nächste Woche Urlaub hast und ich Ferien. Ja, ich hab Da Urlaub. wird es dann vielleicht auch mal außerhalb vom Wochenende mal abends geben. Oder? Ja. Und da können wir dann auch das ein oder andere umsetzen, denke ich. Ja. Apropos, du gerade sagst, Stream, ich hab's in einer Hashtag-Wunschfolge vom Gamer LP oder sowas. Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Ich muss mal auf meinen doofen Zettel hier schauen. Den habe ich noch hier irgendwo liegen. Das ist der falsche. Na, ich hab's jetzt, find's jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall auf der Hashtag-Wunschfolge mit dem orangenen Reisebus drauf, wo ich den Scania auf Julingen gefahren bin. Folge nennt sich, glaube ich, Omsi Livestream und andere Themen. Da hatte ich auch gesagt, ich würde mich ja doch dazu
bereit erklären, auch mal einen OMSI-Livestream zu machen, wenn die Leute das denn wollen. Deswegen gucken wir mal vielleicht. Gerade schlecht ankommen würde OMSI nicht, weil OMSI ist ja, macht ja durchaus einen großen Teil aus. So ja, das ist schon. Das ist schon richtig. Nicht nur bei mir. Das ist schon richtig. Also ich könnte mir da doch mal vorstellen, auch mal was mit OMSI zu machen. Ja, siehst du. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ja, mache ich ja sowieso in den Streams. Auch wenn es jetzt erst ein Teststream und ein angekündigter waren. Guten Tag. Die aber beide ordentlich gelaufen sind. Stimmt, die sind relativ ordentlich gelaufen. Zwischendurch mal wieder so kleine, also der Teststream, der ist super gelaufen. Da gab es gar keine Probleme. Ein Chat hast du jetzt auch. Mist. Aber beim richtigen Stream, da hatten wir zwischendurch solche kleinen Komplikationen. Ja gut, das kann passieren. Aber du hast einen Chat, das funktioniert einwandfrei. Genau. Das ist wunderbar, hat mir sehr gefallen, der Stream. Ja, mir auch. Das, genau deshalb mache ich das ja auch öfter und auch mit Wünschen und so. Das war ja, der OMSI-Stream bestand ja auch komplett aus Wünschen vom Test-Stream. Genau. Von daher, kann man da doch das ein oder andere umsetzen. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht auch ein paar Wünsche mir raussuche, so ein paar Schmankerl, Herausforderungen zum Beispiel, die ich vielleicht mal in einen Livestream packe. Wäre natürlich auch mal was. Dann können sie dann live mich auslachen, weißt du? Und ich mit. Ja, ja. Das ja sowieso. Messe Nord, Haupteingang. In Streams ist jetzt ja sowieso meistens der Fall, dass mindestens zwei Leute da dabei sind. Ja. Weil so alleine ein Stream wird bestimmt gehen, aber... Das geht, aber da habe ich nicht so einen Fun dran. Irgendwann wird, glaube ich, der Gesprächsstoff ausgehen und zum anderen ist es auch schöner, wenn man Leute hat, mit denen man labern kann, auch über einzelne Kommentare oder Anregungen, ja, richtig, oder was auch immer. Ich brauche eh einen zweiten, weil wenn ich streame, brauche ich jemanden, der vorliest. Geht bei mir ja gar nicht anders. Ja gut, das Problem habe ich jetzt nicht. Ich kann das sehen, wenn ich nach rechts schaue. Ich dachte, sagst jetzt, das Problem habe ich nicht, weil ich kann lesen. Nee, ich bin ja nicht so ein Assi. Ich weiß ja, woran das bei dir liegt. Messe, Park A. Messe, Park A. Und so, die 115 verpieselt sich jetzt mal. Und ich stelle mich hier links hin, um nicht alles zu blockieren, was gleich noch so kommt. Jetzt tappt Omni-Navigation raus. So. Hilfe. Also ich bin da. Ja. Und zum anderen. Du kannst ja Pause machen, damit du auf mich wartest. Braucht man natürlich in der Regel einen zweiten, als Moderator. Oh, da habe ich einen Bordstein mitgenommen. Da ist es dann zwar auch möglich, dass der nicht unbedingt im Stream dabei ist, aber schlecht wäre das trotzdem nicht. Ja. Ach, guck mal, wieder ein Verkehrsteilnehmer, der mich, rauslässt. Warum staut sich das denn hier? Wo bist denn du? An der Kreuzung vor Messepark A. Oh, Hilfe, du brauchst ja noch ein bisschen. Aber hier staut es sich. Ja, heizen. ZF. Ja, ich. Aha, jetzt. Oh, jetzt wird die Ampel rot, Mann. Ja, ich mach da mal ein Päuschen hier. Ja. Ist auch ganz angenehm. Wir schneiden ja eh, wir trennen ja die Linien. Ja, definitiv. Ja, zeitlich könnten wir sogar vier Folgen, also aus der M1 könnten wir auch zwei Folgen machen. Da wäre ich auch stark für, dann habe ich Material. Und die 115 gibt dann nochmal eine, dann hätten wir drei Folgen. Das wäre ganz angenehm. Ja. Ja, machen wir. Jetzt nicht aufhören zu blinken, sonst zieht der KI-Depp da hinten nämlich raus. Dann habe ich ein bisschen was, dann muss ich nicht so schnell wieder aufnehmen, weil demnächst wird er öfter gestreamt und in der Zeit, in der man streamt, hat man ja nicht so viel Zeit, um sie aufzunehmen. Ach, Schnee. Habe ich mal gehört. Hast du mal gehört, ja? Gut. Ja. Ja, ist wichtig, das zu wissen. Ja, wobei die Stream-Aufzeichnungen ja auch quasi irgendwo OMSI-Aufnahmen werden. Also wir werden natürlich auch andere Sachen streamen. Ja, aber hast du mal gehört, ne? Aber ja, habe ich mal gehört. Hast du mal gehört? Ist wichtig, dass du das mal gehört hast.
wichtig, wenn man was hört, ja. Oder was sieht. Haha. Ja. Ich kann über mich selbst lachen. Halb so wild. Warum staut sich... Ach, das staut sich, weil die Fußgänger da über die Ampel gehen. Mein Gott. Plattfahren. Wir brauchen 10 Stunden. Einfach, einfach drüber. Mein Gott. Das gibt ein paar Flecken, aber mehr doch auch nicht. Nimmt man den weißen Riese, wenn man in der Werke, wenn man auf dem Betriebshof steht, zweimal mit einem feuchten Tuch drüber. Und dann ist wieder sauber. Ja, oder man sagt einfach mal die Kiste umlackiert. Ja, ach, einfach neu folieren. Ja. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, ich weiß, dass ich viel zu spät bin. Wenn das Zeug getrocknet, wenn das Zeug noch frisch ist, dann fungiert das sogar als Kleber. Und dann, wenn du die Folie drauf packst, Heißklebe bist, ne, dann mit dem heißen Föhn drüber, mit dem Ding da, und dann ist das Zeug auch trocken. Dann stinkt das auch nicht. Und schon fiese Pläne, ja. Schleiermacherstraße. Und die Knubbel, die dann vielleicht da noch hängen, die kann man ja einfach dann so rausdrücken, ne, mit so einem Folienkratzdrückding da. Boah. Einfach nach unten schieben und dann glibbert das unten an der Stoßstange so raus. Was ist das denn? Was? Was denn? Coole Sache. Ich stehe hier mit ausgeschaltetem Motor, mache Pause und auf einmal Ausfall Motorregelung. Das ist schön. Würde ich meinen Bus reparieren, wenn ich du wäre. Ja, ist doch klar, dass die Motorregelung ausfällt. Hast du abgeschaltet? Der Motor regelt nicht mehr. Junger Mann, haben Sie keine Uhr? Nee, habe ich nicht. Mein Atron zeigt nicht, wie spät ich bin. Und was heißt hier pünktlicher geht's nicht und dann eine Fahrkarte kaufen? Ey, mach, dass du da hinten kommst, du Wechselbalg. Sonst hat dein Arsch gleich Kirmes. Unverschämte Mistgöre. Ich finde diese Aussage immer noch... Darf ja wohl nicht wahr sein. Meckern und dann ein Ticket haben wollen. Ich glaube, dein Arsch hat gleich Kirmes. Ja. Im Landwehr. Landwehr. Im Landwehr. Also ich fahre schon etwas viel zügiger, als ich darf. Ja, aber du bist ja gleich da. Im Landwehr ist ja fast Ende. Ja, der hat einen schlechten Fahrstil. Steig aus, wenn's dir nicht passt, geh zu Fuß. Ja, sind ja wieder pünktlich heute. Ja, sie sind ja wieder pünktlich heute. Da vorne sind Gleise. Stell dich drauf und warte um Zug. Oh. Unglaublich. Sie sind ja wieder pünktlich heute. Sei froh, dass hier überhaupt ein Bus fährt. Dass ich so gnädig bin und mich erbarme, hier lang zu fahren. So. Und ja, Verschämtheit. Südbahnhof. Diese Fahrt endet dort. Jetzt habe ich irgendwas Parkendes mitgenommen. Kann ich bitte aussteigen? Da fahre ich überhaupt nicht. Ja, ihr dürft jetzt aussteigen. Original. Was ist da jetzt für ein Bus vor mir? Was ist das für eine hässliche Linie? Die 115. Machst du toll. Ich habe mich schon wegfahren lassen. Stehst gut. Stell mich direkt vor dich. Blödes Ding. Ist übrigens gleich Linie 115, Umlauf 3. Ich fahre jetzt mal ganz vor schon. So. Also beziehungsweise Südstadt 110, 115 und dann 115, 3. Und dann kann ich den Fahrplan ja jetzt abgeben. Genau. Schmeiß ihn einfach aus dem Fenster raus. Südstadt... 115.3. Genau. 12:50 Uhr. Genau. Habe ich angenommen. Ist das annehmbar, ja? Wenn der Kollege jetzt an mir vorbeifährt. Oh ja, tut er. Tschüss! Hau rein! Mach gut! Hoffentlich fällst du um in der nächsten Kurve. Wie so. Sieht das aus? No whisper target found. Sollen wir schon mal auf 48 oder so? Ja, ich habe erstmal gerade geschildert. Ach, die fährt nach Betriebshof Stoch, Schöttlebreck. Ja, Schöttlebreck, aber ist egal. Ich muss noch einen Knipser machen. Moment,